Heute Abend, Punkt 6, war Treffpunkt im FCZ-Museum. Grund dafür, es winkt eine neue Ausstellung namens Fankultur. Die Idee ist, wir haben eigentlich, dass die Ausstellung ein bisschen handgemacht aussieht. Weil das ist auch etwas Typisches an den Fußballfans, ist, dass sie vieles immer selber machen und von Hand machen. Seit 50 Jahren bastelt man die Fahnen selber, die man ins Stadion mitbringt. Heutzutage noch alle Fahnen, alle Choreografien, ist alles von Hand gemacht. Und so ist auch die Ausstellung eigentlich eher ein bisschen eine handgemachte Sache. Es sollte ein bisschen an die Street Art und Kleber-Geschichte erinnern, die man aus der ganzen Stadt ja ein bisschen kennt, wenn man ein bisschen umschaut. Ja, es war uns wichtig, dass sicher nichts ausklammert wird. Kein Thema. Thema Pyro nicht, Thema Gewalt nicht, Thema Kreativität, Thema Nähe zum Spielfeld. Also früher hat es zum Beispiel sehr viel Platzstürme gegeben. Man sieht auch, dass es alles eine Geschichte hat, all die Themen. Dass wirklich Fankultur in der Schweizer Stadien gibt es seit 50 Jahren. Und die meisten Themen gibt es auch schon seit 50 Jahren. Schon 1971 sind Raketen über den Platz geflogen. Auch wenn man das niemand mehr sich daran erinnert, aber es ist dokumentiert in den Zeitungen. Und so wollte ich mir eigentlich zeigen, dass alle Themen eine Geschichte haben und nichts erst vor 2-3 Jahren erfunden worden ist. Zusammen mit dem Fußballheft 12 Sondernummern gemacht. Das ist eigentlich gleichzeitig der Katalog zu der Ausstellung. Sieht so aus. Heisst Fankultur, Überraschung. Und ist 120 Seiten. Man kann es bestellen unter www.12.ch oder an der Kiosk oder im FCZ Fanshop im Museum auch kaufen. Also das Museum vom FC Zürich hat die Sonderausstellung bis Ende nächsten März. Es hat viele Veranstaltungen dazu, wo man sich kann informieren über die Homepage fcz.ch/museum. Es hat Filmübungen, es hat Diskussionsrunden. Das Ziel der Ausstellung ist eigentlich Dialog, dass die Leute miteinander in Dialog treffen. Was ist eigentlich ein Fußballfan? Warum gehen wir alle ins Stadion? Was interessiert uns? Was fasziniert uns? Und diese Fragen kann man ein bisschen in der Ausstellung versuchen, für sich selber zu beantworten. Zürich ist uns ganz allein. Fankultur im FCZ-Museum ab dem Oktober 2012.